Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Chika und ich bin eine Assistenzärztin in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Als Arzt oder Ärztin hat man einen sehr, sehr stressigen Alltag. Und jeder geht natürlich anders mit Stress um. In diesem heutigen Video erfahrt ihr, wie ich persönlich mit Stress umgehe und was ich in den letzten Wochen vor allem gemacht habe. Viel Spaß im Video. Guten Morgen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr gemerkt habt, bin ich gar nicht zu Hause. Wir sind momentan unterwegs. Wir sind in unserer Familienurlaub in Nordfrankreich. Und ich hatte ja in einem Video zuvor gesagt, dass mein Sohn Urlaub hatte, also Ferien hatte. Und wir könnten ja nicht viel zusammen machen, dadurch, dass ich da noch keinen Urlaub hatte. Aber jetzt haben wir als Familie alle zusammen Urlaub. Und ich freue mich von, wir unternehmen hier was und das ist einfach schön. Dieser Urlaub war für uns als Familie sehr wichtig. Wir hatten die Möglichkeit, zu viert intensiv Zeit zusammen zu verbringen und vor allem zu bonding. Und wir konnten sehr gut abschalten. Seit meinem Berufseinstieg ist mir noch klarer geworden, wie wenig Zeit man eigentlich für sich selbst hat und wie wenig Zeit man eigentlich überhaupt hat, um sich effektiv zu erholen. Man ist ständig unter Stress und es gibt immer etwas zu tun. Es ist sogar so, dass die Zeit, die man sich nimmt, um sich zu erholen, zum Beispiel der Urlaub, ist oft gar nicht ausreichend, um einfach unser Körper, unserer Seele und unserem Geist die Ruhe zu geben, die es braucht, um sich zu regenerieren. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mir die Ruhe und die Erholung dorthin holen muss, wo ich mich befinde. Ich kann nicht auf den Urlaub warten, um zur Ruhe zu kommen. Ich muss dort, wo ich bin, sei es auf dem Arbeitsplatz, zu Hause, unterwegs, ich muss zur Ruhe kommen können. Und das Einzige, was ich habe, um das zu tun, ist meine persönliche Einstellung zu den Sachen, denen ich ausgesetzt bin. Ich kann mich entscheiden, ob ich mir Sorgen mache über gewisse Situationen oder nicht. Und ich kann mich entscheiden, ob ich erlaube, dass der Stress meine Laune, meine Gemütszustände beeinträchtigt. Ich habe mich entschieden, nicht zu erlauben, dass Stress meine Freude stillt. Ich werde die Zeit, die ich habe, genießen, die Momente, in denen ich zur Ruhe kommen kann, ausnutzen, einfach zur Ruhe kommen, aber auch in Zeiten, in denen es anstrengend und stressig wird, entscheide ich auch für mich selber, zur Ruhe zu kommen, indem ich meine Einstellung zu den Sachen ändere, indem ich positiv bleibe und hoffnungsvoll bleibe. Heute ist Samstag, 22 Uhr. Ich befinde mich aktuell in meinem zweiten Nachtdienst diese Woche und es gibt keinen besseren Zeitpunkt, über Stress reden als jetzt. Ich habe diese Woche einen Kommentar gelesen, was mich ehrlicherweise zu dieses Video inspiriert hat. Und da hat man geschrieben, dass man mich gerne sehen möchte, wie ich in einer stressigen Situation bin, weil vor der Kamera lache ich ja immer. Und ja, man will mal wissen, ob ich auch wirklich immer so positiv bin, wenn ich gestresst bin. Die Wahrheit ist, dass ich tatsächlich seit meinem Berufseinstieg in die stressigste Lebenssituation meines Lebens mich befinde. Das heißt, dieser Zustand, in dem ich aktuell bin, mit meinen Kindern und mit der Arbeit, ich war noch nie in meinem Leben so eine stressige Situation. Und dass ich immer lächle vor der Kamera, ich liebe es zu lachen. Und ganz ehrlich, ich lasse nicht, dass Stress meine Freude raubt. Na, ich habe ja auch irgendwo eine gewisse Macht über die Sachen, die ich lasse, dass sie Einfluss auf mich haben oder nicht. Dass das sehr anstrengend ist, dass es sehr stressig ist, Nachtdienste zu machen. Teilweise, es gibt Nächte wirklich, wo ich von 16 Uhr Nachmittag bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr durcharbeite. Und wenn ich Patienten sogar nicht sehe, arbeite ich in der Nacht durch, indem ich meine Briefe mache oder mich vorbereite für die kommende Woche. Also das muss ja irgendwann alles gemacht werden. Das passiert alles in der Nacht. Und
An solchen Tagen komme ich dann nach Hause dann und meine Kinder sind auch noch da. Wenn es jetzt so von wie in so einem Dienst, ne, ich gerade bin, wenn ich von Samstag auf Sonntagmorgen nach Hause komme, ist das für mich wirklich sehr anstrengend, weil meine Kinder sind da und ich kann halt nicht so viel schlafen tagsüber. Und dementsprechend muss ich einfach von vornherein mir sagen, es ist eine stressige Zeit, in der ich mich befinde. Und ich kann entscheiden, ob ich jetzt deprimiert werde oder einfach sage, hey, das ist einfach eine Phase im Leben und es wird irgendwann besser, hoffentlich. Und dann, das ist jedenfalls die Einstellung, die ich gerade habe. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt immer so bin. Es gibt auch Tage, wo ich wirklich demotiviert bin und traurig bin, dass das manchmal sehr anstrengend ist. Aber ich stehe auch relativ zügig wieder auf und lasse nicht, dass mich das runterkriegt, weil ich denke immer, das, was vor mir ist, ist schön und es wird irgendwie besser, es wird angenehmer. Das ist meine Einstellung. Und dementsprechend, ja, ich bin nicht nur vor der Kamera am Lächeln, ich lache auch. Ich lache fürs Leben. Ich bin ein fröhlicher Mensch und ja, aber ich bin auch nur ein Mensch. Manchmal bin ich auch traurig darüber, manche Sachen, aber grundsätzlich lasse ich meine Freude mir nicht rauben von Stress. Es wäre aber auch gelungen, wenn ich sage, dass ich nur Stress hätte in den letzten Monaten und vergesse eigentlich die schönen Momente, die ich auch habe. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass ich positiv bleibe, aber es gibt auch viele positive Sachen um mich herum, die mich positiv halten. Meine Familie zum Beispiel, meine Ehe mit meinem Mann, das sind Sachen, die mir Freude bereiten. Mein Glaube ist ein wirklich sehr, sehr wichtiger Anker in meinem Leben und von da schöpfe ich sehr viel Kraft. Das sind alles Sachen, die einfach mein Leben beeinflussen und mir die Kraft geben, durch diese Zeit zu gehen. Und die darf ich überhaupt nicht vernachlässigen. Zusammenfassend kann ich nur sagen, ich gehe am besten momentan mit Stress gut um, indem ich die Sachen mache, die mir Freude bereitet, wenn ich kaputt bin, mich erhole, wenn ich viel gearbeitet habe und total müde bin, einfach versuche auszuschalten und mir eine Auszeit zu nehmen, indem ich Wochenendtrips mache oder Kurzurlaube. Das braucht mein Körper, das braucht meine Familie und so baue ich auch in letzter Zeit Stress ab. Aber für die Zeit, in der ich halt nicht weg kann, in der ich arbeiten muss und dennoch denke, ich brauche Erholung, lerne ich einfach mit mir selbst zur Ruhe zu kommen und einfach die Ruhe zu mir selbst zu holen, indem ich mich nicht so viel verrückt mache bei verschiedenen Sachen, indem ich mich nicht von meinem Alltag einnehmen lasse, mich nicht davon stresse. Und das kann ich euch nur weitergeben. Und wenn du auf dieses Video geklickt hast, das heißt, das Thema spricht dich an und ich kann dir echt nur Mut machen, egal was du gerade durchmachst, egal wie hart dein Alltag ist, halt durch, es wird besser, es wird nicht immer so sein. Gönn dir deine Pausen und überarbeite dich nicht, kenn deine Grenzen und halte die auch ein. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir mein Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit du informiert wirst, wenn ich ein Video hochlade. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye.